Seid gegrüßt, meine Lieben. Heute erhaltet ihr das chinesische Horoskop für den Tiger. Der Tiger steht an dritter Stelle im chinesischen Horoskop. Sein Mut und seine Unberechenbarkeit, wie auch seine Konkurrenzfähigkeit, sind bezeichnend. Er hat eine eigensinnige Persönlichkeit und sein hartes Urteilsvermögen kommt ihm bei seiner Arbeit entgegen. So handelt er willkürlich und mit ausgeprägter Selbstdarstellung. Oft hält er sich nicht an seine eigenen Aussagen und zeigt sich autoritär. Seine ungezähmte Stärke, gepaart mit einer Portion Frechheit, macht ihn zu einer kompetenten Führungspersönlichkeit. So kann der Tiger alles meistern, was auf ihn zukommt, obwohl er keinerlei Vorbereitungen trifft. Der Tiger mag es absolut nicht, anderen zu folgen. Durch seine angeborene Natürlichkeit kann er sich allen Herausforderungen stellen. Nun zuerst die Liebe. Tiger sind romantische Liebhaber und verlieben sich schnell. Aber genauso schnell kann es wieder vorbei sein. Einen Tiger einzufangen, um eine dauerhafte Liebe zu haben und zu bekommen, ist kein leichtes Unterfangen. Er will immer wieder aufs Neue begeistert werden. Man darf ihn nicht zur Ruhe kommen lassen und er duldet keinen Widersacher. Leider wird es 2018 in der Liebe keine Verbesserung geben. Solltest du aber nach einer neuen Beziehung suchen, bitte eine ältere Person um Rat und Hilfe, die bereits ihre Lebenserfahrung hat. Und wenn du eine neue Liebe gefunden hast, lass deinem Partner Zeit. Zeit, um sich besser kennenzulernen. Die Karriere. Der Tiger hat eine königliche Haltung bei den Tieren und erwartet, dass man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Er ist es von Geburt an gewohnt, dass man seinen Führungsanspruch respektiert. In jungen Jahren verläuft seine Karriere nicht unbedingt reibungslos. Doch ab dem späteren Alter, so circa 30-jährig, wird er Fuß fassen und zu Wohlstand kommen, wenn er sich intensiv mit seiner Arbeit beschäftigt. Zur Gesundheit. Du bist aktiv und genießt deine gute Gesundheit. Aber vermeide unbedingt exzessive Anstrengungen, da einige gefährliche Aktivitäten zu körperlichen Problemen führen könnten. Solltest du dich nach ausgiebiger Arbeit erschöpft fühlen, gönne dir Entspannung und Ruhe. So tankst du wieder neue Energie für deine Aufgaben. Im nächsten Video betrachten wir dann das Tierkreiszeichen Hase. Herzlichst, eure Diria.